Wie Sam es geschafft hat, zum Lincoln Memorial zu kommen? Ganz einfach. Der Secret Service hat ihn auf Befehl der Präsidentin dorthin gebracht. Warum? Das wiederum ist etwas komplizierter. Der Name Lucius Gallien weckte Grimms Neugierde. Sie wusste, dass er ein Geschäftsmann war, mit dem Reed zusammenarbeitete. Worum es bei dieser Zusammenarbeit ging, wusste sie nicht. Reed hielt sich in dieser Hinsicht sehr bedeckt. Das machte sie sauer. Sie hatte erfahren, dass Reed und Galliard sich beim Lincoln Memorial treffen würden. Und zwar kurz nach irgendeiner bescheuerten Rede, die der Vizepräsident dort halten wollte. Galliards Leute waren dabei für die Logistik zuständig. Deshalb war er vor Ort. Grim informierte die Präsidentin darüber und der gefiel die Sache nicht. Sie wollte wissen, worum es in dem Gespräch ging. Das bedeutete, dass Sam es vor Ort abhören müsste. Im Zweifel auch mehr. Ich bin drin. Was jetzt? Ich habe die Präsidentin am Apparat, Sam. Wir müssen das Gespräch zwischen Reed und Galliard abhören. Verwandt das Memorial. Daran haben wir gedacht. Leider haben Galliards Leute den Bereich überprüft, bevor der Vizepräsident seine nette Rede gehalten hat. Für neue Geräte blieb keine Zeit. Und unser Plan B? Bist du. Die Kameras von heute Morgen sind noch dort. Du musst in den Raum gehen, von dem aus sie gelenkt werden. Hack die Kamerasteuerung und übertrag das Signal an uns. Einfach so, ja. Gib mein Bestes. Ja, ich fand sie ziemlich gut. Ach ja. Hast du ihn gewählt? Nach den Vorwahlen? Nein. Aber es ist komisch, dass die Regierung jemanden auf. Locker bleiben. Na, nein. Ich darf überspringen. Voll Idiot. Okay, Grim. Bin im Kamerakontrollraum. Was jetzt? Synchronisiere den Datenstrom der Konsole mit uns, damit wir die Bilder bekommen. Sollte leicht zu hacken sein. Sekunde. Das war's. Mach dich mit der Kamerasteuerung vertraut. Wir haben es hier mit Richtmikrofonen zu tun. Gute Qualität, aber stark von der Ausrichtung der Kameras abhängig. Wenn du Reed und Galliard im Bild hast, bekommen wir Ton. Ansonsten hören wir gar nichts. Und da kommen sie schon. Los. Lucius, schön, dass Sie es geschafft haben. Wir müssen da dringend noch ein paar Details besprechen. Die heiße Phase beginnt und Sie wollen hier über irgendwelche Kleinigkeiten diskutieren? Die Gegend ist sauber. Und ich wusste, dass Sie hier vor Ort sein würden. Ihre Firma war doch für die Logistik zuständig. Eine meiner Firmen, korrekt. Mir gehören einige. Unter anderem Black Arrow. Darüber wollen Sie vermutlich sprechen. Zu den Fehlern von Black Arrow kommen wir später. Ich würde gern die Eckpunkte für einen reibungslosen Ablauf klären. Ach nein. Wirklich? Beeindruckend, dass er das gesagt hat. Was sagen Sie denn zu Samsons Rede? Nette Effekthascherei. Er sollte seinen Schreiber eine Gehaltserhöhung geben. Nun ja, er behauptet, dass er seine Reden selbst schreibt. Bestimmt, aber... Sie mögen Samson nicht? Übrigens auch öfter mal denkt. Sowas, Sie drohen mir? Dachte, wir würden da umgehen. Genau das wollen Ihre Leute. Meine Auftraggeber wollen, dass Sie Fischer erledigen. Hören Sie auf, Ihre Zeit und Ihr Geld zu verschwenden. Wenn Megiddo kalte Füße bekommt. Nur damit das absolut klar ist, Reed. Megiddo hat diese Operation geplant. Megiddo hat diese Operation bezahlt und Megiddo würde es gar nicht mögen, wenn uns jemand dazwischen funkt. Er funkt uns nicht dazwischen. Meine Leute übernehmen ihn. Denn Black Arrow hat das ja nicht geschafft. Black Arrow ist meine Baustelle. Sie halten sich an den Plan. Stehen Sie uns doch an.
Kreis der Geschichte. Wirklich? Ich genieße es, im Rampenlicht zu stehen. Ich singe und tanze, wenn es sein muss. Auf der steht. Man ja nicht. Gerade in Zeiten wie diesen. Was erklären würde, wieso Sie noch hier sind? Ich überwache den Ablauf. Ich überlasse Dinge ungern dem Zufall. Oder Dritten. Sie müssten längst in Paris sein. Hier bricht bald die Hölle los. Meine Männer werden zu tun haben. Ich kann nicht für Ihre Sicherheit garantieren. Verlangt auch keiner von Ihnen. Ach wirklich? Es geht um Ihre Sicherheit. Und unsere Operation. Manche Dinge benötigen eine persönliche Note. Ich nehme an, das war's fürs Erste. Wir sehen uns hinterher. Auf Wiedersehen. Kümmern wir uns um Reed. Nein, es wäre klüger, erst mit Gallia zu sprechen. Reed finden wir jederzeit. Da stimme ich zu. Ich möchte mehr über Megiddo erfahren. Und Galliard ist unsere einzige Spur. Okay. Ich versuche, Galliard aufzuhalten. Es kommt mit das coolste Verhör überhaupt. Den Typ kann man so fertig machen. Galliard? Mr. Galliard? Mein Name ist Anna Grimstad hier. Ich rufe im Auftrag von Tom Reed vom Third Echelon an. Ich weiß, wer Sie sind. Hab gerade mit Ihrem Boss gesprochen. Was will er jetzt schon wieder? Director Reed hatte das Gefühl, dass das Ergebnis Ihres Gespräches nicht im Sinne aller Beteiligten ist. Und würde gerne wissen, ob Sie für weitere Vorschläge offen wären. Oh, wie nett von ihm. Die Antwort ist und bleibt nein. Sie sollten wirklich nicht so unhöflich zu Grimm sein. Wachen! Wo zum Teufel sind meine Wachen? Hier sind nur Sie und ich, Lucius. Reed, was treiben Sie und Reed so? Wenn Sie nicht fragen, antworte ich. Er ist nur ein Handlanger. Du meine Güte, sind Sie schwer von Begriff? Das ist eine Nummer zu groß für Reed und das Third Echelon. Warum will Reed, dass Sie aus der Stadt verschwinden? Sie sollten dringend mal an Ihren Verhörtechniken arbeiten. Abziehen, wenn die EMPs gezündet wurden. Es gibt 3 von ihnen. Sie sind über die Stadt verteilt. In ein paar Stunden gehen sie hoch. Danach will er den starken Mann spielen. Es gibt Leute, die er beeindrucken möchte. Die EMPs, wo finde ich sie? Sagen Sie doch, bitte. Bitte. Das ist so geil, wie der den fertig macht. Ich weiß nicht. Das ist Teil des Plans. Sie können es nicht verhindern, Fischer. Es ist zu spät. Und der Nummer zu groß für Sie. Die Leute, für die ich arbeite, da kommt noch mehr. Megiddo, wer ist das? Los, fester Fischer. Jetzt kommt das Geilste. Und zack. Das ist so geil irgendwie. Megiddo, wer ist das? Es sind diejenigen, denen diese Stadt gehört. Genau wie Moskau, Peking und alle anderen Orte von Bedeutung. Es sind diejenigen, die mich hier rausholen werden. Und sobald Reed seine Arbeit abweist... Jetzt ist es an Reed. Verdammt! Sam, was ist passiert? Galliard ist tot. Sein Mörder haut gerade ab. Er muss überleben. Vielleicht ist er ein Bindeglied zwischen Third Echelon und Megiddo. Nicht laufen, ich rennen. Ich sehe ihn, er ist auf der Bühne. Ach nee. Er ist im VIP-Feld untergetaucht. Beeil dich, Sam, du verlierst ihn. Komm her, Fischer! Ich warte auf dich! Hier, Fischer! Ich bin hier! Ja, schön. Feigling. Er ist über den Zaun. Ach nee. Du bist auch so schlau, als ob ich das nicht sehen würde. Gegenüber der Polizei keine tödlichen Techniken anwenden. Befehl von der Präsidentin. Kein Polizisten! Der Verdächtige ist hier! Es ist vorbei, gib auf! Er wartet auf dich.
Los, ergeben Sie sich! Gefunden! Los, komm, Sie können nicht fliehen! Oh Mann, die scheiß Bullen hier nerven. Lade nach, Feuerschutz! Da ist Fischer! Jetzt bin ich tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Gerade als ich in Deckung gehe, ne? Oh Mann. Gegenüber der Polizei keine tödlichen Techniken anwenden. Befehl von der Präsidentin. Kein Polizist! Schneid ihn ab, das ist Fischer! Das Spiel ist zu Ende! Autsch! Polizei, geben Sie auf! Ganz ehrlich, man kann nichts machen, wenn die da stehen und rumballern. Vor der Polizei versteckt! Magazin leer! Muss nachladen! Da drüben ist Fischer! Ja, du hast mich gerade dreimal getroffen und ich bin kurz vorm Kapieren. Komm schon! Los, komm! Sie können nicht fliehen! Hab dich, Fischer! Bist erledigt! Polizei, geben Sie auf! Auf, lad nach, Mann, lad nach! Oh, scheiße, scheiße! Auf den Boden! Wieso rennt er nicht? Alter! Ich hasse diese Steuerung. Ich hasse sie einfach. Scheiß Konsolen, fuck. Wow. Er wartet schon wieder auf dich. Ich warte auf dich. Er ist runtergesprungen. Ach was. Lauf weiter, geradeaus. Das große Feld vor dir. Er ist da reingelaufen. Sofort. Echt ein mieser Schütze, ganz ehrlich. Er ist draußen und wieder in Bewegung, Sam. Was? Das war seltsam. Komm, sei los! Ah, ja, diese scheiß Bullen. Geben Sie auf! Ich weiß, dass Sie hier irgendwo sind! Scheiße! Hier spricht die Polizei! Zeigen Sie sich! Okay. Auf! Du Hurensohn, ganz ehrlich. Kleiner, dreckiger Hurensohn. Sam, die Polizei zieht sich aus deinem Abschnitt zurück. Irgendeine Ahnung, wieso? Ich höre mal in ihren Funkverkehr rein. Er verlässt das Café. Er läuft in Richtung der Allee. Ach was, ich seh's selber. Er läuft zum Auto. Wir werden ihn verlieren. Nee. Und kaputt. Sam, geht es dir gut? Theoretisch ja. Dann kommt jetzt der praktische Teil. Mehrere Third Echelon-Einheiten sind auf dem Weg zu dir. Was ist mit den Bullen? Die wurden gerade eben vom Third Echelon abgezogen. So viel zu den Samtanschuhen. Wie komme ich hier raus? Der Secret Service Mann, der dich reingebracht hat, wird dich abholen. Bis er eintrifft, bist du auf dich allein gestellt. Und ich habe noch eine Billigpistole. Das finde ich auch mal wieder cool, ne? Oh. Ruhe in Frieden.
Frieden. Scheiße! Ruhe hin! Ach doch! Doch. Also manchmal frage ich mich echt. Ihr nähert sich gerade eine zweite Angriffswelle. Angriffswelle? Das nennst du eine Angriffswelle? Das waren zwei Leute. Fuck! Hoch! Oh. Verdammt knapp. Da sind schon wieder welche hinter dir her. Versteckt sich. Fischer ist ein Profi. Seid vorsichtig. Los, Gegner suchen und ausschalten. Wie viel Leichter liegen. Hier treibt sich einer rum. Findet den Kerl. Ja, ich lauf schon.